Okay, weiter mit den Wiederholungsfragen. Jetzt eine ganz kurze Antwort zu dieser Frage mit dem Botendienst. Auch da ist es nur ein kleines Missverständnis, das wir ganz leicht beheben können. Und zwar hieß die Frage, es ging um Sitzung 8 von den 16 folgenden. Das war dieses sequentielle Spiel mit dem Botendienst. Ach so, ja. Auf dem PDF-Folien fehlt die Matrix. Kann ich das bitte ändern? Nee, kann ich nicht ändern, aber Sie haben die PowerPoint-Datei und auf der PowerPoint-Datei sehen Sie die Matrix. Okay? Kein Problem. Folie 26, die Auszahlungen sind unlogisch. Warum? Sie sagen, die Auszahlung vom Boten muss nach oben stehen. Warum entscheidet sich der Bote zwischen minus 70 und 3 und minus 300? Wobei das eine doch oben und das andere unten steht. Das ist unlogisch. Haben Sie völlig recht. Das ist unlogisch. Wenn Sie sich nur die Folie so anschauen, wie sie am Anfang aussah. Ne? Also ich mache nochmal zurück. Am Anfang sieht die Folie so aus und dann die Animation macht, dass die 300 hochrutscht. Okay, das war einfach nur eine Animation von Herr Wangheim noch, um den Unterschied klar zu machen zu der vorherigen Situation. Ne? Denn in diesem Spielbaum haftet ja der Botendienst und deswegen steht die minus 300 da oben, gell? Wenn beide fahrlässig sind. Ich hoffe, damit hat sich das geklärt. Das ist einfach nur ein Missverständnis gewesen. Wahrscheinlich haben Sie da auf das PDF geguckt oder nur auf die PowerPoint-Datei ausgedruckt oder so. Ich weiß nicht. Sie müssen sich das schon genau angucken und im Video werden Sie auch sehen, wie es hochwechselt und unten nach oben. Okay.